Ja, vor mir steht Wenzel Voss, jetzt mit seinen 24 Toren nach der Hinrunde. Hättest du das jetzt von Anfang an gedacht oder dass du so offensiv so einschlagen wirst? Nee, habe ich nicht gedacht. Ich war ja auch ganz am Anfang von der Saison, habe ich noch einmal IV gespielt, lief dann nicht so gut und dann hat Ivo gesagt, er stellt mich jetzt mal vorne rein. Ich habe letztes Jahr in der Rückrunde, keine Ahnung, 6-7 Tore oder so gemacht, aber jetzt 24, ich glaube, das hat halt niemand gedacht. Also ja. Ja. Aber wie gesagt, da ist auch, glaube ich, viel Glück dabei. Waren heute wieder zwei richtige Dreckstore. Aber ja, gut. Aber auch die muss man machen. Und ich meine, ja, du bist ein frisch gebackener Stürmer und jetzt hast du schon wieder zwei Dinger gemacht. Warum lief es dann bei euch heute, vor allem in der zweiten Halbzeit, deutlich besser als in der ersten? Ja, wir haben in der ersten Halbzeit erst noch ein paar Probleme gehabt mit hohen Bällen von Handorf. Und dann hat Ivo Ende der ersten Halbzeit umgestellt auf Dreierkette. Und dann ist es deutlich besser gewesen, vor allem, weil wir da nach hinten ein bisschen stabiler waren, haben nicht mehr so viele Chancen zugelassen. Und dann war es halt, glaube ich, wichtig, dass wir in der zweiten Halbzeit direkt nach, keine Ahnung, ein, zwei Minuten das 2-0 machen. Das ist halt dann auch psychologisch ein perfekter Zeitpunkt. Ne? Wie viele Tore nimmst du dir jetzt für die Rückrunde vor? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wie wird denn heute Abend noch gefeiert? Ihr seid jetzt Herbstmeister. Ja, ich glaube... Wir gehen jetzt erstmal in die Kabine, dann werden ein paar Kisten reingestellt und dann gucken wir mal, was der Abend noch hergibt. Ja gut, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Vielen Dank. Viel Erfolg für die Rückrunde. Danke.